Das Thema heute bei Comic Room. Hallo, hier ist Andreas vom Projekt Comic Room. Heute möchte ich die Wahl unseres E-Comic-Archiv-PCs vorstellen. Die Z-Box ID41-E von Zotac. Seit mehr als 3 Jahren hatte dieser kleine Mini-PC in der hintersten Ecke meiner Ansammlung von ausrangierten Computergeräten sein Dasein gefristet. Unbeachtet und nie zum Leben erweckt. Gekauft für ein damaliges Projekt, das dann vorzeitig gekündigt wurde. Doch der Rechner war schon bestellt, dann weggeräumt, also noch original verpackt. Der Karton ist aufgemacht wie ein kleiner Koffer. Nach dem Öffnen regeln sich Bedienungsanleitung und Treiber-CD zu oberst in einem Schutzumschlag. Darunter versteckt sich ein VESA-Mount, eine Halterung für den Rechner, der zum Beispiel an einem Bildschirm an der Rückfront montiert werden kann. Und da ist auch schon der eigentliche PC, gut eingepackt in einer Kunststoffhülle. Quadratisch, praktisch, gut? Das werde ich mir genauer anschauen müssen. An 2 gegenüberliegenden Seiten sind diverse nützliche Anschlüsse zu entdecken. Auf den anderen beiden sind zum einen Lüftungsschlitze und eine Einbuchtung für eine Arretierung des Standfußes bzw. dem VESA-Mount. Auf der rechten Seite im Karton sind Netzteil und Standfuß untergebracht. Auf der linken Seite das zugehörige Netzkabel. So, weg mit dem Karton, her mit dem Rechner. Der Standfuß wird in die Ausbuchtung geschoben und ermöglicht eine hochkante, platzsparende Aufstellung. Der VESA-Mount hat einen praktischen Verschluss, um den Rechner in dieser Vorrichtung einrasten zu lassen. Ein Druck auf der vorderen langen Taste löst den Rechner aus seiner Umarmung. Nun zu den Anschlüssen. Ein Mikrofoneingang und Lautsprecher-Kopfhörerausgang. Ein SD-Kartenslot, Powerknopf und Kontrolllämpchen für Festplattenzugriffe und Power-On. Weiterhin verteilen sich insgesamt 6 USB-Anschlüsse auf 3 Seiten. 2 davon sind USB 3.0, 4 unterstützen den USB 2.0-Standard. Auch ein HDMI sowie ein DVI-Ausgang für die Monitore lassen sich nutzen. Gleichzeitig. Dann noch ein Netzanschluss. 1 Gigabit am RJ45-Port. Und zum Schluss der Stromanschluss. Was man nicht von außen erkennen kann, ein Wi-Fi-Chip ist on board. 2 kleine Schrauben, die ohne technische Hilfsmittel wie einem Schraubenzieher halten Deckel und den Rest des Gehäuses zusammen. Schraubt man diese ab, so gelangt man mit einem kurzen Ruck in das Innere des Rechners. Jetzt kann der PC mit Speicher bestückt werden. Hierzu hatte ich damals 2x2 GB RAM besorgt. Diese werden nun in die leere Bänken geschoben, niedergedrückt, bis sie einrasten. Komplettiert wird der Rechner mit dem Verbinden der SATA 500 GB Festplatte in der dafür vorgesehenen Lücke. Einschieben und fertig. Ein fanless Rechner ist es nicht. Ein kleiner leiser Lüfter ist bei dem Atomprozessor notwendig. Nun den Deckel wieder draufgeschoben, die Schrauben kommen zurück an ihren Platz. Der Mini-PC ist einsatzbereit. Kurz mal den Strom angeschlossen. Ein blaues Leuchten an der Oberseite glimmt auf. An der Vorderseite neben dem Powerknopf ist ein stetes rotes Lämpchen an.
Jetzt wird der mehr als 3 Jahre alte Rechner das erste Mal eingeschaltet. Der blaue Leuchtkreis zeigt nun an, dass der PC arbeitet. Ohne Betriebssystem. Das kann als nächstes aufgespielt werden. Ich habe mir hierzu ein externes DVD-Laufwerk am USB-Port angeschlossen und später Windows 7 drauf installiert. Das ist also unser neuer, alter E-Comic-Archiv-PC. In einer schicken, zweckmäßigen Verpackung geliefert und nun in der Vorbereitung für unseren Comic Room Reader. Dieser muss erst noch hinüberkopiert werden. Jetzt kann ich wieder am Pfeiler tüfteln, an dem diese Z-Box montiert werden soll.